ist er an, ne? Hat er ist er an Rekord. Okay, das Erste, was wir machen, wir lernen eine Möglichkeit, wie wir sehr elegant unseren Patienten von der Rückenlage in die Seitenlage bringen. Und da kann ich an dem gestrigen anknüpfen. Ihr erinnert euch an diese schöne Positionierung. Ne? Hier hatte unser Unterschenkel den seinigen Oberschenkel geschient und ich bin hier nach außen gekreist. Ne? Habe hier so in meiner Hand seine Ferse liegen, habe hier so den Daumen drauf und kreise jetzt hier so richtig schön nach außen. Dann sind wir hier, haben die Ferse zum Sitzbeinhöcker geführt und hatten hier den Tibialis anterior gedehnt, leicht auch den Quadrizeps, sind dann in diese Dehnung gegangen, haben hier die Schuppual gedehnt und oben die Wadenmuskulatur. Das ist eine sehr schöne Position, wo ich ihn jetzt danach zur Seite legen kann und mich so positioniere, dass er so richtig hier an meinem Schoß liegt. Es gibt eine sehr schöne Variante, hier paravertebral zu arbeiten. Das ist diese. Ich mache hier wiederum so eine Kralle und kann diese Kralle hier zwischen meinen Schenkel über seinen Querfortsätzen haben. Und habe hier die andere Hand wie so ein Sandwich ventral aufliegen und kann jetzt ein bisschen mit dem Atemrhythmus arbeiten. Ne? Also wenn sein Bauch hier groß wird, er atmet ein, kann ich von dorsal Druck geben, paravertebral, und kann so leicht ein bisschen mit dem Kleinerwerden seines Bauches hier zurückgehen. Ich habe hier diese sehr zuwendungsvolle Positionierung. Hier lege ich jetzt die Hand aufs Sternum, hier mich so ein bisschen an der BWS mal hochzuarbeiten. Eine sehr schöne Möglichkeit, gibt es sehr, sehr viel, was ich jetzt zeigen könnte, würde zu weit vom Thema abweichen. Ist auch oft so, wenn ich osteopathisch viszeral arbeite, dass ich in dieser Position auch abdominal arbeite. Ich deute das nur mal an. Worum es mir jetzt geht, wir übersetzen mal das, was wir vorhin in der Bauchlage haben, hier in die Seitenlage. Wir hatten ja hier den Arm traktiert, indem wir hier unseren Körper hier nach außen in die Torsion brachten. Ne? Das hatten wir gemacht. Wir hatten ja hier auch am Handgelenk gearbeitet. Lässt sich natürlich, und beziehungsweise hier im Ellbogenbereich, das lässt sich gut kombinieren. Und dann war ja noch diese Technik, wo wir die Schulter, kreisten und in diverse Strukturen gingen. Trapezius descendens, levator scapulae, scapulare Muskulatur, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, kann auch übrigens pektoral hier arbeiten. Wir waren damals mit diesem Hebel über den Trizeps gegangen. Hier können wir gleich über den Bizeps gehen. Und zwar können wir das, also über die Bizepssehne gehen, vor allem über die lange, können wir das so machen, dass wir das gleich wie vorhin machen, nur aus dieser Position. Hier die Hand ist nach oben, was ja auch über die verlängerte Supination zu einer leichten Anspannung in den Außenrotatoren schon führt. Jetzt kann ich den Arm hier versteifen und mich wieder so reinschlängeln. So ähnlich haben wir das vorhin in der Bauchlage auch gemacht. Jetzt kann meine Hand hier zur Schulter gehen und wiederum kann ich hier die Scapula, indem ich die Schulter hier nach oben schiebe, den gestreckten Arm, in die Elevation und hier in der Rückführung in die Depression bringen, und also nach oben und nach unten zu Deutsch, und kann hier sehr schön so eine kleine Mobilisation haben, die noch nicht besonders umfangreich ist, aber jetzt habe ich natürlich Möglichkeiten. Ich kann hier im Bewegungsfluss bleiben, kann zum Beispiel mit meinen Fingern hier in den Levator Scapuli Ansatz gehen. Auf dem Muskelbauch des Trapezius Descendens, hier zwischen Hals und Acromium,
Im ersten Drittel tut so richtig schön weh, ist ein wichtiger chinesischer Akupunktur- und Akupressurpunkt, der Punkt Gallenblasenmeridian 21, auf den kann ich zum Beispiel raufgehen, ne, der auch als Triggerpunkt wirken kann. Ich kann jetzt hier, wenn ich jetzt hier meinen eigenen Unterarm übergreife, habe ich einen wunderbaren Hebel, um hier über die Bizepssehnen zu gehen, vor allen Dingen über die lange. Und ich habe automatisch so ein sogenanntes Humerusgleiten. Also ich habe hier so, ich ziehe sozusagen den Humeruskopf so ein bisschen aus der Gelenkpfanne des Glenohumeralgelenks raus, aus dem Glenoid raus. Habe diese Möglichkeit. Könnte übrigens mit der Hand hier auch noch in den Pectoralis Minor kommen und mit der in den Pectoralis Major gehen. Oder hier unten in die Inseration des Serratus Anterior gehen. Also ich habe hier auch ein großes Spektrum an Möglichkeiten für Nacken-, Schulter-, Armproblematiken. Ne? Das mal so zu der Grundposition. Jetzt nehme ich mal an, ich habe einen Impingement-Patient. Das heißt, hier ist die Supraspinatus-Sehne unter den Schulterdach eingeklemmt, der glenoidale Rhythmus ist gestört, Außenrotation ist kaum möglich, die wurde im Vorfeld auch oft vernachlässigt, deswegen kommt es ja auch zum Impingement. Die Sehne ist eingeklemmt, wir haben hier auf den Tuberculum majus entsprechenden Druckschmerz. Er kann seinen Arm kaum in die Abduktion bringen, sieht dann auch wie so aus, die Schulter wird meistens hochgezogen und irgendwann ist Feierabend. Hier die Außenrotation ist kaum möglich und hier über die Anteversion geht der Arm in der Regel auch nicht hoch. Manchmal im Anfangsstadium über einen gewissen Winkel geht es dann wieder ein bisschen leichter. Wenn das Pinchment fortgeschritten ist, ist dann in der Regel auch keine Heben mehr möglich. Was tun? Ich habe hier eine sehr schöne Position, weil Dehnung ist natürlich auch nicht möglich. Oft haben die Leute Schwierigkeiten, sich was aus der Hosentasche zu holen. Ganz zu schweigen von einer wirklichen Längsdehnung des Supraspinatus. Ich habe aber schon mal eine gewisse Entlastung, weil ich hier mit der Verlagerung meines Körpergewichts einen sehr guten Zug habe. Kann auch sehen, wie weit kann ich hier den Arm zumindest ziehen und hier schon mal entlasten. Habe hier die Möglichkeit, wunderbar hier den Supraspinatus, auch wenn ich ein bisschen im Rahmen der noch vorhandenen Möglichkeiten bewege, wenn man anhätte jetzt einen richtig adipösen, fettbesetzten Stirnnacken und ich weiß gar nicht, wo es überhaupt sein Schulterblatt ist, geschweige denn der Supraspinatus, kann ich natürlich, wenn ich leicht bewege, was ja trotz Impingement geht, spüren, wo habe ich hier die Spannungsveränderung. Jetzt kann ich den Muskel durchpalpieren und hier in diesem Zug auf empfindliche Punkte Druck ausüben, kann ein bisschen meine Fingerbeeren nach links, nach rechts kreisen, was ich gestern sagte, so mir vorstellen, ich mache hier kleine Pentagramme, Achten, Kreise, Blümchen von mir aus Fadenkreuze, um hier so eine gewisse Vibrationsvielfalt zu kriegen, kann das hier vor allen Dingen auch am Angulus Superioris, übrigens auch ein wichtiger Punkt, aber kann das im ganzen Bereich des Muskels machen und mache es dann hier auch am Ansatz des Supraspinatus, auch wenn ich den nicht richtig finde, bewegen. Dann merke ich, wo der ist. Dann ein wichtiger Aspekt ist, ich kann zwischendurch immer wieder lockern, möglichst die Scapula bewegen, die ganze Struktur bewegen, wo noch etwas bewegbar ist. Wichtig ist hier auch, den Levator Scapulae mitzudenken. Hier seinen Ursprung in den ersten vier Querfortsätzen der ABS hin Richtung Angulus Superior zum Ansatz. Auch da ist ein wichtiger Akupunkturpunkt, sogenannte Dünndarm-14-Punkt, auch ein potenzieller Triggerpunkt, kann dann weiter wiederum über den Supraspinatus gehen, hier zum Arm hin. Habe diese Möglichkeit und kann hier immer wieder Druck einbauen. Dann sind sehr oft beim Impingement, was ich vorhin schon sagte, die Klavikulargelenke leicht
blockiert durch die dauernde inaktive Haltung oder dadurch, dass bestimmte Funktionen nicht mehr ausgeführt werden können. Ich versuche, was nicht wirklich geht, mit meinen Fingern und mit meinem Daumen das Schlüsselbein festzuhalten und den Arm zu kreisen. Ich werde merken, es bewegt sich trotzdem das Schlüsselbein, aber durch diese Gegenlagerung schiebt sich die Clavicula im Grunde genommen wieder zurecht, dass eventuelle Irritation in dem Bereich des Plexus brachialis behoben werden. Über diesen Hebel kann ich sehr gut den Humerus so ein bisschen versuchen aus der Pfanne zu ziehen. Ne? Kann hier nochmal nicht nur den Arm einfach traktieren, sondern hier nochmal genau dort einen Akzent setzen und kann die Bewegung gleichzeitig nutzen, um hier über die Bizepssehnen, ja, auch da ist oft sehr viel Spannung, die Bewegung weiterzuführen in Richtung Bizep. Im nächsten Manöver ziehe ich die Schulter in die Depression und ich gucke mal, wie weit komme ich, bis es hier nicht mehr weitergeht. Das ist ja beim wirklichen Impingement dann irgendwann der Fall. Jetzt bitte ich dich, deine Antagonisten, also deine Adduktoren anzuspannen. Das heißt, du kannst jetzt hier gegen meinen Körper drücken. Richtig schön drücken. Und dann warte ich ungefähr so bis, ja, zähle langsam bis 12 und dann wieder loslassen. Gucke, ob es schon einen Zentimeter weiter geht und dann hier gegen meine Hand. Jetzt gehe in die Abduktion und spanne die Abduktoren isometrisch an, natürlich damit auch den Supraspinatus und den Delta, und ich lasse ihn wieder gegendrücken, isometrisch arbeiten und dann wieder loslassen. Wenn ich diese Aktion gemacht habe, gehe ich immer wieder in diese Aktion von vorher. Ich lockere, ne? Kann ich auch so ein bisschen, also dieses Kaudalisieren machen, ein bisschen nach ventral drücken, und ich kann mal probieren, im Rahmen der Bewegungsmöglichkeiten hier mit dem Humeruskopf erst nach innen, dann nach außen, auch mal die Richtung wechseln, so kleine, sinnbildlich kleine Achtbewegungen zu machen, die oft auch noch sehr viel bewirken. Kann wiederum hier ins Schlüsselbein fassen, kann wiederum so ein bisschen versuchen, über den Trapezius, Levator, Supraspinatus zu lockern. Eventuell so ein bisschen hier die Scapula mobilisieren, kann auch Folgendes machen. Ich schiebe jetzt die Schulter hier in Richtung Außenrotation, also den Humeruskopf, und du versuchst ihn nach innen zu drehen und ich lasse dich nicht. Und dann wieder locker lassen, ich dehne wieder nach, kann das Gleiche auch mal umgekehrt machen. Halte ein bisschen gegen und du kannst dann wieder loslassen, ich ziehe wieder nach innen, wieder nach außen, versuche die Bewegungsspektren, die noch da sind, zu aktivieren. Dann mache ich wieder das gleiche Spielchen. Guck, ist wieder ein Zentimeter vielleicht möglich. Und du kannst jetzt wieder in die Adduktion gehen und gegenspannen. Das ist relativ einfach, weil ich da meinen Körper habe. Den wird er, selbst wenn er jetzt ganz kräftig wäre, nicht wirklich wegdrücken. Und dann in die Abduktion gehen. Da wird er mal eh nicht so viel Kraft haben, weil ja, da ist die Impingement-Problematik. So, dann höre ich wieder auf damit und dann mache ich wieder diese ganzen Manöver von eben. Ne? Lockere, bewege, traktiere, kann auch mal kurz komprimieren und wieder traktieren. In außen den Humerus rollen, gegenspannen lassen. Ne? Detonisieren, die Scapula bewegen. Und macht diese ganze Prozedur, ist ein bisschen langweilig, wieder. Aber was jetzt in der Regel passiert, also in 98% der Fälle, dass ich hier immer weiter hochrutsche. Das heißt, er bekommt seinen Arm auch wieder weiter hoch. Was ich in der Regel beim Impingement im Anfangsstadium sowieso und auch bei länger anhaltenden Impingement-Problematiken, wo auch Bewegung schon stark eingeschränkt ist, nach 20 bis 30 Minuten in der ständigen Wiederholung dieses Manövers erreiche, ist das, wenn vorher, jetzt ist das mal mein kranker Arm, wenn vorher maximal das möglich war, ne, hier der betroffene Arm, der nicht hochgeht, wird danach in der Regel das möglich sein. Das
sagte ich vorhin schon, reicht noch nicht für die nächste Ballett- oder Zirkusnummer oder für den Handstand. Aber es reicht schon, um sich, wenn man welche hat, die Haare zu kämmen oder das Gesicht einzucremen, wieder sich hier in den Glutealbereich berühren zu können, also mehr in die Dehnung zu gehen. Das heißt, ich kann funktionelle Alltagsbewegung wieder machen. Ich kann die Struktur wieder aktivieren, die vorher im Grunde genommen nicht mehr aktivierbar war, wo ich dann alle Bewegungen dann versucht habe, mit dem gesunden Arm zu machen. Ich bin wieder in der Funktionalität drin, und wenn ich dann wirklich mehrere Sequenzen, 6, 7, 8 Mal in der nächsten Behandlung diese Manöver mache, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es von Mal zu Mal auch immer besser wird. Okay, das üben wir jetzt mal. Wechselt mal bitte wiederum die Partner, und die Kamera können wir jetzt ausschalten.